Ja, Kompasskommune Bad Wildungen, Prävention, Sicherheit. Der Polizeipräsident von Nordhessen, Konrad Stelzenbach. Herr Stelzenbach, Prävention ist eigentlich die Hauptaufgabe der Polizei, denn man will ja Straftaten verhindern, bevor sie begehen. Ist aber immer schwieriger, weil die Menge der Arbeit, die auf die Polizei zukommt, nicht mehr so ganz einfach zu schultern ist. Sicherlich das Informationsaufkommen, sprich Internet und soziale Medien, sorgt natürlich dafür, dass eine Unmenge an Informationen auf den gewissermaßen Markt auf den Tisch kommen. Ja? Und das, sage ich mal, zu kontrollieren, zu überwachen, ist sehr, sehr schwierig. Ich kann aber sagen, die hessische Polizei wird in den nächsten Jahren, und das hat schon begonnen, bis 2025, 2000 Polizisten mehr haben, sowohl auf der Straße als auch für die Ermittlungsarbeit. Freiwilliger Polizeidienst, aber auch Kompasskommunen sind ein ganz wichtiger Bestandteil der Prävention, weil hier die Bevölkerung mit eingebunden wird in Sicherheitskonzepte der hessischen Polizei. Ja, Sie sagen es ja. Das geht nur in dem Verbund Polizei, Kommune, Bürgerinnen und Bürger. Und insofern ist das Projekt Kompass ein weiterer Schritt, zumal hier begleitet, wissenschaftlich begleitet durch die Universität Gießen, die Professur für Kriminologie, die Bevölkerung auch befragt werden wird. Und man kann dann anhand der Analyseergebnisse auf die Stadt, in dem Fall hier Bad Wildungen, passgenaue Lösungen erarbeiten, gemeinsam erarbeiten. Alles zur Sicherheit letztendlich, wobei man ja unterscheiden muss zwischen der objektiven Sicherheit und der gefühlten Sicherheit. In diesen Wochen werden die polizeilichen Kriminalstatistiken vorgestellt. Das Land hat es schon. Die einzelnen Polizeidirektionen ziehen jetzt nach. So schlecht ist ja nach polizeilicher Kriminalstatistik die Sicherheitslage in Hessen gar nicht. Da gebe ich Ihnen recht. Die polizeiliche Kriminalstatistik erfasst natürlich ausschließlich das Hellfeld. Und was das Hellfeld anbelangt, leben wir hier in einer sicheren Region. Die Aufklärungszahlen und auch die Fallzahlen geben das her. Die letzten 10, 15 Jahre sind also die Fallzahlen erheblich minimiert worden. Aber da gibt es auch noch das Dunkelfeld. Und eine Bürgerbefragung, wie es jetzt im Bereich Kompass vorgesehen ist, wird sicherlich hier und da das eine oder andere, die eine oder andere Straftat oder auch Ordnungswidrigkeit aufhellen können. Vielen Dank. Ralf Gutei, Bürgermeister von Bad Wildungen. Aus dem Polizeidienst in den kommunalen Dienst gewechselt als Bürgermeister. Mit dem Freiwilligen Polizeidienst, jetzt Kompass und anderen Maßnahmen zusammen, gerade in einer Stadt wie Bad Wildungen, die auch viel Gäste hat, ist das eine ganz wichtige Maßnahme? Also ich würde es schon als wichtige Maßnahme bezeichnen, ob sie jetzt ganz wichtig ist, darüber kann man streiten. Aber es kommt auf alle Fälle dem Wunsch aus der Bevölkerung nach, dass mehr für die, Herr Stelzenbach sagt es ja bereits, für die subjektive Sicherheit getan wird. Man redet hier am Bad Wildungen auch von Videoüberwachung. Wir hatten im Vorgespräch kurz angesprochen, Videoüberwachung kann präventiv tätig sein. In der Regel hilft sie aber bei der Aufklärung von Straftaten. Das andere ist die Präsenz durch den Freiwilligen Polizeidienst und die Landespolizei. Wie hat sich das bewährt? Eine richtige statistische Auswertung liegt dazu natürlich hier in Bad Wildungen nicht vor. Wir haben ja auch keine Kameras, sage ich mal, die Plätze jetzt überwachen. Die Kameras, auf die wir zugreifen können, das sind unsere Webcams. Und die sind ja bekannterweise nicht dafür da, um aufzuzeichnen. Aber eine Kamera kann auch abschreckende Wirkung haben. Und das, denke ich mal, steht hier im Vordergrund.
Nun ist es angesprochen worden, dass es rassistisch motivierte Übergriffe im offenen Raum, also einer Arztpraxis, aber auch im öffentlichen Raum gegeben hat. Und hier im Rahmen von Kompass, es gibt keinen Ausländerbeirat und im Präventionsrat sind auch keine Mitbürger mit ausländischen Wurzeln. Will man das jetzt im Rahmen der Kompass-Evaluierung ändern, möglichst schnell? Es wäre natürlich sehr zu begrüßen, wenn sich Menschen mit Migrationshintergrund oder Ausländer dazu bereit erklären würden, in dem Bereich mitzuarbeiten. Wir hatten ja, das wurde vorhin ja auch schon angesprochen, mal einen Ausländerbeirat, aber leider auf interner Streitigkeiten, das muss man hier so deutlich herausstellen, ist der Ausländerbeirat zerbrochen. Und es ist mehr als schwierig, entsprechend Personen zu gewinnen, hier mitzuarbeiten. Vielen Dank.